Und der Pessoa-Text rührt mich auch immer mehr an, je mehr ich ihn lese. Das ist so. Dabei war der ja ein eigenartiger Typ, der Pessoa. Der war ja politisch gar nicht so richtig hasenrein. Aber sag mal, bist du jetzt politischer geworden eigentlich? Ja. Oder schon? Ja, ich bin verärgerter. Ich war immer politisch, aber ich war noch nie so glasklar politisch wie im Alter. Ich war in der Jugend, naja gut, da war man halt politisch, weil man es war. Und weil es auch meinem Elternhaus zu verdanken war und meiner anarchischen Schulzeit. Aber das war eher alles so ein bisschen gefühlsmäßig und so weiter. Und mittlerweile in den letzten Jahren bin ich wirklich klarer. Also gibt es im Alter mehr Wut als mehr Zärtlichkeit? Nein, es gibt beides. Und es gehört beides zusammen. Sag mal, Prinz, auch du, ich meine, jetzt haben wir eine neue globale Revolte. Was macht ihr mit eurer Musik da drin? Was wollt ihr denn da erreichen? Ja, ich bin ja Funktionär des Optimismus. Also ich bin grundsätzlich auch ereignisunabhängig optimistisch, ja. Aber es ist doch schöner, wenn man so einen gewissen Rückenwind aus der Realität hat. Und für mich ist eigentlich der Unterschied, dass es mehr aufgenommen wird, dass mehr Feedback da ist. Ja. Also ich empfinde es auch, seit einigen Jahren ist dieser Generalverdacht des Alt-68er, der eigentlich nur noch in der Vergangenheit lebt, der wird immer weniger. Und irgendwann denkt man sich, Mensch, ist vielleicht ganz schön, dass da einer aufrecht geblieben ist über so viele Jahre. Und sonst war der Vorwurf doch, 20 Jahre lang war der Vorwurf, ach du, das ist ja altmodisch, weiterhin noch zu glauben, dass man an einer gerechteren Welt, einer gerechteren Gesellschaft irgendwas bewirken, für sie was bewirken könne. Aber kann die Musik wirklich was bewirken dafür? Ja. Was denn? Sie ist ein Mosaikstein, der den Einzelnen Mut machen kann. Natürlich verändert die Musik die Welt nicht, die Weltpolitik nicht, aber sie verändert dadurch die Welt, weil sie in die Herzen einzelner Menschen eingeht. Und das kann sie bestärken. Wie sagt Nietzsche so schön, ohne Musik wäre das Leben nichts. Und ich glaube wirklich, ohne Musik hätten wir noch eine viel grauenvollere Gesellschaft, ohne Poesie und Musik. Ich würde sagen, am wichtigsten ist politische Musik wahrscheinlich dann, wenn es politisch eigentlich, wenn gar nichts geht, dann ist sie eigentlich am wichtigsten. Aber dann sind Leute wie wir halt völlig uncool. Naja, genau. Und jetzt ist es so, 20 Jahre völlig dass uncool, ich so, jetzt wäre ich ein bisschen cooler langsam. So. Und jetzt würde ich sagen, ist es so, dass die politisch ist viel wichtiger, dass die Leute wirklich was machen. Aber für uns ist es schöner, dass wir jetzt dastehen und plötzlich wieder cool sind. Als politische Lieder machen. So. Ja, Konjunkturfrage letztlich. Also macht ihr antizyklische Musik? Oder? Wir sind Antizykliker. Ja. Ja. Wir sind überhaupt Antizykliker. Berufsmäßige Antizykliker. Schön. Wie viel Uhr ist Hannes Geburtstag, oder? Okay. Wie spät ist es? Wer hat eine genaue Uhr? Ich. Du? Schaust du mal. Genau 57. 57.